Der Orthovox Peak und ich, wir zwei, wir hatten schon immer eine ganz spezielle Beziehung. Und vor allem der Peak Light und ich waren zuerst in einer romantischen Liebesbeziehung und irgendwie ging dann alles in die Brüche. Und wie lautet ein Sprichwort schönerweise? Am Ende wird alles gut. Und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Und deshalb kommt jetzt der Orthovox Peak 35. Das kann was werden. Das hier ist der Orthovox Peak 35 und zu Beginn muss ich sagen, dass das ein Geschenk war. Ich also nicht den Leidensweg der Bezahlung der Orthovox-Preise gehen musste, aber darauf gehe ich im Teil zum Preis jedenfalls nochmal genauer ein. Gehen wir kurz mal auf den Verwendungszweck des Peak 35 ein, zumindest auf den Verwendungszweck, den sich Orthovox dafür vorstellt. Orthovox sagt, dass der Peak der ideale Hochtourenrucksack ist, außerdem sehr gut für Bergsteigen und Skitouren geeignet. Nicht so gut geeignet ist er fürs Klettern und gar nicht geeignet fürs Freeriden. Das sind so die Kategorien, die Orthovox kennt. Die technischen Daten des Rucksacks schmeißen wir gleich hinterher. Der Rucksack wiegt 1500 Gramm, hat ein kleines Zip-Frontfach, ein größeres Frontfach, auch Zip für wahlweise Lawinenausrüstung, ein großes Hauptfach, einen Deckel mit zwei Zip-Fächern, ein kleines Seitenfach, zu dem wir gleich nochmal im Detail kommen, eine Frontload-Funktion und Befestigungen für das Trinksystem. Das war's. Natürlich kommen dann noch diverse Gurtbänder mit Clips dazu, die für diverse Befestigungen genutzt werden können, man kennt das ja. Außerdem wurde der Rucksack aus 420 Denier Nylon gefertigt, was einen Rucksack nicht unbedingt dick macht und robust, aber auch nicht lächerlich dünn. Soweit zum Datenblatt. Viele Punkte am Peak lassen sich aber besser mit viel Material zum Einfüllen und etwas mehr Platz erklären und vor allem kritisieren. Deshalb schauen wir jetzt in die andere Ecke, nämlich zum Techniktisch. Also, ich weiß, wenn ihr in die Zeitleiste schaut, dieser Techniktisch wird super lang. Es tut mir leid. Es geht leider nicht anders. Dieser Rucksack hat viel zu besprechen, viele Features zu erklären und wir wollen ihn dann am Ende ja auch noch ein bisschen was einpacken, damit wir uns alles anschauen können. Deswegen verlieren wir jetzt erstmal keine Zeit. Orthovox Peak 35. Erstmal ganz klar, 1,5 Kilogramm ist nicht leicht. Ist kein Leichtgewicht für einen Rucksack. Ist aber fair, weil hat ja auch niemand gesagt, dass der ultralight sein soll. Es ist eher ein Rucksack, der auf Ultra-Komfort ausgelegt ist. Wir merken uns das erstmal. Deswegen ist es in Ordnung und nicht schlimm, wenn der Rucksack ein bisschen schwerer ist. Es wirft ja auch niemandem 70 oder 80 Liter Trekking-Rucksack vor, dass er 2,5 Kilo wiegt. Da wird ja niemand sagen, aber. Dann, wenn man dieses Argument weiterspinnt, dann würde man ja quasi erstmal mit einer Mülltüte herumgehen, weil die ist definitiv ultralight. Fangen wir an mit dem LVS-Fach. Das LVS-Fach ist relativ geräumig, ist es auch sinnvoll im Sommer, wenn man gar keine lawinenverschütteten Suchausrüstung mitnimmt. Geht so, denn was man hier nicht so gut erkennen kann, ist, dieses LVS-Fach geht bis guck, hier ganz nach unten, bedeutet schmal, sehr hoch, also sehr tief nach unten, aber hat nicht wirklich eine Tiefe in dem Sinne, es ist ja seicht. Das bedeutet, alles, was du da reinpackst, rutscht ganz nach unten und du musst hier einmal ganz nach unten, wenn du irgendeine Kleinigkeit da drin verpackst. Deswegen, wenn man den Rucksack hat, sollte man sich von Anfang an angewöhnen, dass man sämtliches Kleinstzeug auch ins Frontfach packt oder eben in die Deckelfächer, aber eben hier vorne betrifft vor allen Dingen Futter. So, beim Futter ist es aber auch wichtig, dass man sich das gut einteilt oder aufteilt, denn je nachdem, was man hier vorne dran macht, kommt man besser oder schlechter an die Inhalte, die in diesem Fach sind. Das ist genau das gleiche wie bei der LVS-Ausrüstung. Wenn hier vorne viel dran geklatscht ist, also Pickel, zwei Pickel, also Eisgeräte, der Helm und so weiter und so fort, dann wird es sehr viel mühseliger, hier noch reinzukommen. Gerade der Helm macht hier viel Probleme, denn wenn der in seinen entsprechenden Ösen befestigt ist und fest angezogen ist, weil man den Helm ja nicht verlieren will, dann zieht es das ganze Konstrukt hier logischerweise ein bisschen zusammen, weil ja das auf Gummi und Spannung und so weiter, und dann kommt man noch viel schlechter rein. Das ist halt einfach so. Der Rucksack ist schon relativ steif, 420 Denier Nylon, Ripstop, also fühlt sich gut an. Aber das ist einfach so ein Problem, da kann man nichts dafür. Man könnte jetzt auch ein 1000er Cordura hernehmen, wie ich das hier beispielsweise bei dem Selfmade Rucksack habe. Das ist dann natürlich super fest und super dick und würde auch nicht so viel Widerstand aufgeben, wenn man so Spannung draufbringt. Aber ist natürlich auch sehr, sehr viel schwerer. Deswegen
lassen wir das einfach mal aus. Das Lawinenfach ist ziemlich gut ausgerüstet. Man kriegt ja auch noch mehr Zeug rein, nicht nur die Probe, also nicht nur die Sonde und die Schaufel, sondern auch noch anderweitiges Zeug. Gleiches gilt für die Deckelfächer. Können wir uns gleich mal anschauen. Die Deckelfächer sind geräumig. Im Prinzip ist es exakt der gleiche Deckel wie beim Peak 32. Den haben sie jetzt seit, ich glaube, bald 5 Jahren recycelt. Also, ja, kann man nicht viel falsch machen. Er ist ein bisschen eckiger geworden vorne. Also der Schnitt hat sich ein bisschen verändert. Früher war er ein bisschen rundlicher geschnitten. Jetzt ist er ein bisschen eckiger. Kann aber auch sein, dass es Einbildung ist. Der neueste Unterschied ist eigentlich hier diese Schlaufen, die hier dran sind. Das hat den Sinn, dass man den Helm auch oben befestigen kann. Was ich nicht empfehlen würde. Warum, komme ich gleich noch zu. Es ist ein Frontloader. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Feature. Denn wenn wir den Rucksack, der hier mit einem Haken befestigt ist, öffnen, dann können wir diesen Frontloader, und das ist jetzt wirklich der krasse Scheiß, wie die jungen Kids heute sagen. Ich habe noch mein Trinksystem da drin, sehr unprofessionell. Aber ich dachte mir, es bleibt gleich drin, dann kann man das gleich zeigen. Er ist komplett zu öffnen. Komplett. Und das ist schon beeindruckend. Gefällt mir. Ist bei anderen Peaks anders gelöst. Hat mir nie so gut gefallen. Das hier ist richtig gut. Dass man ihn hier wirklich bis zum Ansatz öffnen kann, ist super. Man kann den Rucksack, gerade wenn man noch zu Hause ist und packen möchte, hinlegen und das ganze Zeug wirklich super organisiert reinpacken. Und auch wenn man von der Hütte losgeht oder sonst was, man kann sich richtig gut organisieren. Der Rucksack hat nämlich eine interessante Eigenheit. Er ist nicht sehr tief. Er ist, wenn man ihn zumacht, wenn man hier jetzt die Nahtkante betrachtet, ja, das ist ja alles noch Frontfach, also hier, von hier bis hier, ich glaube, das kann man nicht erkennen, aber im Prinzip ist das hier die komplette Packhöhe. Mehr geht nicht rein. Also er lässt sich nicht nach außen weiter hochdrücken. Er ist relativ seicht gebaut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Man hätte ihn ja ruhig tiefer machen können. Ich glaube, dass die 45er tiefer sind. Dass man den 35er nicht so tief, aber dafür hoch gemacht hat. Man muss sich nur die Produktbilder anschauen. Ganz ehrlich, wenn ihr euch die Produktbilder von dem anschaut, wie den jemand am Rücken hat, ihr seht das ja sofort. Das sieht ein Blinder mit Krückstock. Wenn da Helm und ein Seil noch drunter ist, das ist ein Aufbau. Das könnte in Dubai als Wolkenkratzer durchgehen. Das ist ein bisschen komisch gelöst. Ich persönlich hatte beim Tragen ganz andere Schwierigkeiten. Und definitiv nichts, was den Komfort betrifft. Also ich würde eher sagen, das ist Designelement, aber ich arbeite nicht bei Autovox. Ich weiß nicht, was sich da irgendjemand dabei gedacht hat, als sie gesagt haben, wir machen einen Rucksack, der ist möglichst hoch, möglichst seicht, weil das ist ja ein Hochtourenrucksack. Der ist ja für Hochtouren gemacht. Ich weiß nicht, wann man bei Hochtouren einen besonders seichten Rucksack braucht, der besonders nah am Rücken endet. Ich verstehe es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr eine gute Idee habt, woran das liegt. Naja, schauen wir uns noch die Verarbeitung an. Wir kommen noch zu ganz vielen Features. Das wird ein langes Video, es tut mir leid. Kommen wir noch zur Verarbeitung. Grundsätzlich ist es keine Raketenwissenschaft, einen Rucksack zu verarbeiten. Das hier ist alles mit einem extra Gurtband nochmal zusammengenäht. Da werden die Endstücke quasi miteinander zusammengelegt. Da kommt nochmal so eine Art Gurtband drüber. Ist halt dann, ich glaube, das heißt dann Ripsband. Wird dann hier nochmal doppelt vernäht. Andere Sache, wenn man sich hier beispielsweise verschiedenste Verarbeitungsstellen für das Lawinenfach innen anschaut, das sieht außen sehr gut vernäht und verarbeitet aus. Innen ist es einfach... Ich weiß schon, warum das nicht getaped wurde. Es ist nicht notwendig, weil wenn der Reißverschluss zu ist, ist ja alles top und dann muss man hier auch nichts vernähen, vertapen. Es muss auch nicht wasserdicht sein, aber wie das aussieht. Diese Nahtstellen, die warten nur darauf, dass irgendwann mal irgendein scharfkantiger Gegenstand da drin hängen bleibt und das ganze Ding zerfleddert. Das ist einfach schlecht, also das ist einfach nicht schlecht verarbeitet, sondern es ist schlecht durchdacht. Das hätte man einfach drüber tapen können. Wäre überhaupt keine Arbeit gewesen, kostet 2 Cent das Tape auf die Strecke. Das ist einfach nur nicht zu Ende gedacht worden, das finde ich sehr schade. Kommen wir zum größten Verarbeitungsproblem. Ich bin so verärgert.
Also, wir haben hier außen ein cooles Feature. Warte, ich muss ja mal kurz zumachen, sonst ist ja hier scheiße. Wir haben hier außen ein cooles Feature, eine Steigeisentasche. Die Funktion der Steigeisentasche ist, wenn ich hier mal kurz meine Hochtourenausrüstung bedienen kann, beziehungsweise das ist jetzt hier nicht meine, aber ist ja eigentlich egal, dass die Idee der Steigeisentasche ist, dass ich meine Steigeisen, ich weiß nicht, warum ich das so betone, nicht in den Rucksack tun muss, sondern außerhalb des Rucksacks lagere und damit innen nochmal Platz habe. Der Gedanke ist gut und ich habe die Idee super geil gefunden, weil meine Suche war ja eigentlich ein Rucksack, der größer als 35 Liter ist. Und ich dachte mir, der hier ist zwar nicht größer als 35 Liter, aber er hat mehr smarte Features außen, womit ich Platz innen sparen kann und dann meine 35 Liter letztlich habe. Kleiner Knackpunkt an diesem Steigeisenfach. Die Idee ist, dass wir hier so eine kleine Abtropfstelle haben. Das heißt, wir lagern die Steigeisen da drin. Das hier ist auch alles festes Nylon. Das heißt, wir brauchen auch keine Schutzhülle. Wir können die Steigeisen auch so reinpacken. Mit einem kleinen Problem. Die Abtropfstelle unten. Ist kaputt. Bei mir. Ich versuche das. Ich werde das dann nochmal im Detail einblenden. Die Erweiterung, damit diese Steigeisentasche eine Steigeisentasche ist. Grundsätzlich sieht das ganze Ding ja so aus. Damit das Ganze schick ist und nichts weghängt und so weiter und so fort. Wenn ich die Steigeisentasche nutzen will, mache ich den Reißverschluss auf. Es kommt hier eine Erweiterung. Das kennt man auch von Skitourenhosen und so weiter da unten. Keine Raketenwissenschaft. Dann kann ich diesen Beutel hier sozusagen größer machen mit einem kleinen Problem. Nämlich hier dieses Abtropfloch, wo hier mein Finger rauskommt. Kuckuck. Das war nie so groß. Warum wurde es jetzt auf einmal so groß? Das kann ich euch erklären. Ich habe damit nichts gemacht. Ich habe mir eigentlich nur dieses Loch angesehen und auf einmal macht es und schon ist hier eine Naht geplatzt. Da kam keine Spannung drauf. Wenn ihr diesen Rucksack habt, behandelt diese Nahtstelle hier, die hier, als wäre sie euer Erstgeborenes und ihr seid gerade am Weg nach Hause aus dem Krankenhaus. Also wenn das kein Verarbeitungsfehler von diesem einen Rucksack ist, sondern ein grundsätzliches Problem dieses Rucksacks, oh, das wäre nicht gut. Denn wenn hier die Naht einmal komplett aufgehen sollte, dann könnte sie in weiterer Folge natürlich auch immer weiter hoch aufgehen und dann ist meine Steigeisentasche irgendwann keine Steigeisentasche mehr, sondern so ein Flügel meines Rucksacks, der alles abwirft, was man ihm gibt. Das ist echt ein Problem. Das ist richtig schlecht gemacht. Das Problem ist nur, keine Sorge, liebes Autovox-Team, dass dieses Video natürlich wieder sehen wird. Das ist nicht mal eure Schuld. Das ist übrigens auch nicht die Schuld der Factory. Denn ihr hättet das gar nicht anders lösen können. Wie wollt ihr denn hier genug Spannung draufbringen, dass wenn hier eine Zugbelastung in beide Richtungen kommt, wenn ein Steigeisen, weil es halt nun mal dick ist, das auf Spannung bringt, wie wollt ihr das denn sonst fixieren? Geht ja gar nicht anders. Das Einzige, was man hätte machen können, ist hier nochmal mit so einem Ripsband drüber und hier nochmal vernähen. Das sähe aber katastrophal schlecht aus und ich glaube auch, dass man es deswegen gelassen hat und man das schon berücksichtigt hat. Aber das ist ein Problem. Und jetzt ist es noch kein großes Problem. Jetzt ist es gerade noch so ein fingergroßes Problem. Die Frage ist nur, wann wird es zu einem Handflächen-Zwei-Finger-Problem? Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Mangel. Das ist ein Mangel an diesem Rucksack. Ob der jetzt nur diese eine Ausführung von mir jetzt betrifft, ob der alle pauschal betrifft, ich weiß es nicht. Besser vorsichtig behandeln, als das halt nicht zu tun. Grundsätzlich, wenn wir uns die Steigeisenbefestigung ansehen, haben sie wieder alles sehr viel besser gemacht als zuvor. Wir haben keine Klettbänder mehr, finde ich gut, Video haben sie also gesehen. Wir haben keine Klettbänder mehr, sondern wir haben jetzt Kordelzüge. Kordelzüge sind leichter zu wechseln. Einfach hier aufmachen, selber rausziehen, neuen Kordelzug rein, zack, fertig. Man braucht keine Ersatzteile bei Autovox kaufen. Wunderbar gelöst. Pickel einfädeln, ganz einfach. Einmal durch die Hauptschlaufe, dickes Nylon. Einmal hier unten den Metallstift durch den Pickel durch. Zack, hier einmal drüber. Diese Kordelzüge kennt man übrigens von Lowe Alpine Rucksäcken. Das sind die mit Abstand besten Kordelbefestigungssysteme, die es gibt. Ich weiß nicht, warum jemals ein Rucksackhersteller anderer Meinung war und Klettverschluss verwendet hat. Jetzt kommt noch ein Helmnetz dran. Das Helmnetz wird hier unten an den
Pickelschlaufen befestigt. Das ist sich tatsächlich nicht im Weg, das ist eigentlich komplett egal. Und der Helm wird hier jetzt an der Seite nochmal eingehängt. Es gibt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, den Helm oben einzuhängen, aber dann habt ihr wirklich so einen Turmaufbau. Und ihr könnt mit eurem Rucksack Jenga spielen. Das würde ich grundsätzlich eher vermeiden. Ich finde es aber löblich, dass man die Option dazu gibt. Und ihr seht schon, wenn der Rucksack leer ist, ist das mit dem Helm auch eher nur so suboptimal. Man kann es auch hier oben befestigen in der Schlaufe des Kordelsystems. Das habe ich auch schon probiert. Das geht ein bisschen besser, das hält auch ein bisschen besser. Einziges Problem, man ist sich dann mit dem Pickel teilweise ein bisschen im Weg. Sonst ist es aber eigentlich einerlei. Es hält aber so auch. Ich bin damit jetzt auch schon Touren gegangen, wo ich das so befestigt habe. Ich habe auch schon probiert, den da oben zu befestigen. Das hat mir auf Tour zumindest nicht sehr gut gefallen, denn jedes Mal, wenn ich hochschauen wollte und schauen wollte, wo ich hinsteigen muss, habe ich mir den Kopf hinten an meinem eigenen Helm angestoßen. Das finde ich suboptimal. Also die Helmbefestigung, die kennt man aber eigentlich von Ortovox schon. Was ich mir von diesem Rucksack noch gewünscht hätte, was ich nicht bekommen habe, wäre eine Steigeisenbefestigung unten gewesen. Das haben sie wahrscheinlich deshalb gelassen, weil sie gesagt haben, ja, wir haben ja hier Steigeisenbefestigung links an der Seite. Sehe ich aber nicht so, dass das eine schlaue Idee ist, denn man hätte hier natürlich zwei Multifunktionsschlaufen mit Gurtbändern machen können. Hätte man nochmal eine Isomatte oder was einspannen können, wenn man mal mehr Tagestouren macht. So muss man die Isomatten seitlich dran machen, was nicht funktioniert. Wenn die Isomatte zu breit ist, zu großen Durchmesser hat, dann funktioniert das mit den Gurtbändern nicht. Grundsätzlich sehr schön, dass wir jetzt unten Clips haben. Top! Ihr wisst, ich habe das bis jetzt bei jedem Rucksack, den ich hier im Review hatte, kritisiert und ekelhaft gefunden, dass es unten keine Clips gibt, weil es gibt kein gutes Argument dafür, dass es keine Clips gibt. Kauft keine Rucksäcke mit keinen Clips unten. Ortovox, sehr gut gelöst. Das einzige Problem ist, jetzt haben wir diese Clips und jetzt ist das Gurtband um so viel zu kurz, damit ich meine dicke Isomatte hier befestigen kann. Wieso? Natürlich ist das eine Winterisomatte, die ich versucht habe zu befestigen, also die Expat, die dicke blaue Expat Flexmat. Aber das funktioniert nicht. Es gibt hier nochmal eine Multifunktionsschlaufe, die wird nämlich von Ortovox hier versteckt. Und hier passt die Flexmat doch wunderbar rein. Nein, sie passt gerade so irgendwie rein. Ja gut, die Flexmat ist ein bisschen klobig, ich weiß. Flexmat Plus, Entschuldigung, die Flexmat Plus. Die passt hier gerade so mit Arschlecken rein und dann gibt es die Möglichkeit, hier aufzumachen und auf der anderen Seite genauso aufzumachen und dann eine Verlängerung zu nutzen. So, eine Verlängerung zu nutzen, nämlich die hier, um dann vorne, wenn man die Gurtbänder ausreichend lang verlängert, quasi hier eine Isomatte durchzuführen. Recht schlau ist das nicht gelöst. Also es ist halt so eine notdürftige Lösung. Also wenn man irgendwas Dickes außen befestigen will, dann hat man echt, also echt verschissen. Also dafür ist er nicht geeignet. Ist aber auch fair, weil ohne Witz, es ist halt auch kein Expeditionsrucksack oder sonst was. Er ist halt wirklich nur für Hochtouren ausgelegt. Die Sache mit der dicken Isomatte, die kreide ich Ihnen nicht negativ an. Ich finde es nur schade. Diese Verlängerungen kommen übrigens zweimal mit dazu. Das bedeutet für Snowboard und Skibefestigung frontal funktionieren die auch sehr gut. Seitlich ist trotzdem natürlich immer noch mehr, wie sagt man, convenient. Also einfach, man kennt das halt eher. Dadurch, dass es jetzt hier Clips gibt, finde ich absolut ohne Witz, alleine für die Clips hätte ich mir den schon gekauft. Die Clips sind super, weil dadurch kannst du jetzt einfach den Skimuss nicht mehr ekelhaft durchfädeln und dabei mit der Kante deinen eigenen Rucksack ruinieren, so wie das mir passiert ist, sondern dann geht das alles ganz einfach. Du legst den Ski drauf, machst da zweimal die Clips rum, fertig. Ganz, ganz toll. Keine große Innovation. Zubehör wird mit beigelegt. Die Masse tobt. Wir müssen die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist halt nun mal so. Vom Volumen her, habe ich euch ja schon gesagt, dadurch, dass die Steigeisen außen dran können, ist wirklich massig Platz in diesem Rucksack. Man muss sich nur ein bisschen darauf einstellen, dass man ihn ein bisschen komisch packen muss. Erstens mal, wir haben hier ein kleines Fach. Da kann das Trinksystem rein. Das hat nicht wirklich einen Nutzen, hatte der Peak Light früher auch nicht. Ich habe es irgendwie nie vermisst, manche Rucksäcke haben das, keine Ahnung. Pickel und so weiter, Pickel, Helm, zack,
und Steigeisen kommt alles nicht rein, bleibt alles draußen. Einmal das komplette Hochtouren-Equipment so schlecht wie möglich sortiert, so sperrig wie möglich, einfach mal hier rein. Und man wird merken, er ist hier jetzt voll. Also er ist nicht insgesamt voll, sondern er ist einfach von der Höhe, wenn man das hier jetzt vernünftig halbwegs reinstopft, jetzt ist er voll. Ich kann ihn nicht mehr, also ich kann ihn nicht mehr höher machen. Das ist halt komisch. Also er ist wirklich, man verteilt die ganze Ausrüstung auf die Länge, die Breite, also die Höhe. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein bisschen komisch. Aber das ist eine Gewöhnungssache und wie gesagt, das macht im Tragekomfort keinen Unterschied. Ihr seht aber, es ist noch sehr viel Platz. Das heißt, für Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack, Schlafsachen, also wenn ihr eine Mehrtagestour macht, da ist so viel Platz. Ich habe bei meiner letzten Tour mit dem Rucksack, habe ich nicht nur die Steigeisen außen dran gehabt, sondern auch nochmal ein zweites Paar Steigeisen drinnen, weil ich sie für jemanden getragen habe. Ich hatte Ausrüstung von jemand anderem hier drin. Also ich hatte teilweise doppelte Ausrüstung hier drin. Es ist mehr als genug Platz in diesem Rucksack. Das finde ich ganz, ganz super. Ohne Witz, das ist eine sehr smarte Idee, dass man versucht, die Steigeisen auszulagern. Früher war die Idee immer, kauf dir so kleine Steigeisen wie nur möglich, damit du sie in den Rucksack bringst und die nicht viel Platz brauchen. Heute mit solchen Ideen, mit einer Steigeisenbefestigung außen, früher waren diese Steigeisenbefestigungen da unten, aber die waren nicht so solide und gut durchdacht wie diese seitliche Idee. Aber früher hat man sich eben daran orientiert, die Steigeisen so klein wie möglich zu kaufen. Da kamen dann Petzl mit den Leopards beispielsweise als Skitourensteigeisen, die schön kompakt sind, die in diese kleine Tasche, in diese Orangene reinpassen. Hä? Brauche ich jetzt alles nicht mehr. Natürlich, der Gewichtsaspekt ist immer noch da, aber wenn meine Steigeisen halt nun mal die sind, die ich habe und die sind klobig, dann können die hier an der Seite rein und ich habe trotzdem noch viel Platz aus. Ich muss noch eine Sache loswerden. Wir haben ja noch den Hüftgurt. Und wir haben noch eine kleine nette Lösung für alle Leute, die Trinkblasen verwenden. Ihr könnt einfach den Schlauch einmal durchs normale System durchfädeln, durch die Schlaufe und dann oben am Brustgurt nochmal durch. Da gibt es nochmal eine Schlaufe. Die wird vor allen Dingen dafür gemacht, dass wenn der Gummi ausleiert, dass man dann nicht immer weiter ausleiert, sondern dass irgendwann mal dieses Gurtband auf Spannung kommt. Ihr könnt es aber, bis das passiert, dafür zweckentfremden, damit ihr quasi euren Schlauch hier nochmal irgendwo loswerdet. Das ist sehr schön gelöst. Generell der Rückenaufbau, ihr seht ja, der ist steif, nicht zu steif. Bei den Hüftpolstern, die sind auch genauso gut gepolstert, das ist ein Hartschaum. Das heißt, der wird mit der Zeit nachgeben, aber es wird definitiv viele, 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 viele Touren dauern, bis das passiert. Was ist mein größtes Problem mit dem? Wenn ich den Hüftgurt schließe und im Zustieg im Hochsommer hat es 30 Grad, dann bin ich leider an den Grenzen des Rucksacks angekommen. Ich kann meinen Rucksack nicht mehr enger stellen. What the fuck? Das hier sind die Restgurtbänder, die man bekommt, damit man den Rucksack auch definitiv noch einem Elefanten umschnallen kann, falls der mal auf Hochtouren gehen sollte. Aber ich kann ihn halt aufgrund des Ausmaßes dieser Hüftgurte nicht mehr kleiner stellen. Das Problem ist, man hätte das durchaus noch anders lösen können. Also man hätte durchaus hier diesen Teil hier einfach kleiner machen können, die Materialschlaufe weiter nach hinten setzen und die Naht hier einfach weiter nach hinten machen. Hat man aber nicht gemacht. Ich bin nicht so dünn. Viele Leute haben dieses Problem. Das ist nicht gut. Ich will meine Last auf meine Hüften verteilen. Ich will nicht alles auf meinen Schultern tragen. In der aller engsten Einstellung geht es halbwegs gut. Wenn ich meinen Rucksack etwas weiter oben auf der Taille tragen würde, wird es schon gar nicht mehr funktionieren. Mein Hüftknochen ist nun mal so, wie er ist. Ich hab sogar Hüftspeck. Ohne Witz. Das ist einfach nicht gut. Das ist halt ein Problem, weil wie soll ich die Last auf die Hüften verteilen? Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat. Und auch die Hüfttasche ist geräumig genug, dass man hier Packungen, Taschentücher und so weiter reinbringt. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen müssen wir jetzt kurz ein Fazit machen, weil es jetzt schon wieder viel zu lange dauert. Zwei Punkte sind eine absolute... Es ist keine Katastrophe, aber es ist einfach schlecht. Der Hüftgurt, das ist einfach schlecht, wenn wir schon dabei sind, kann ich es gleich ansprechen. Das ist einfach nicht gut gelöst, wird aber hoffentlich nicht viele Menschen betreffen.
Mich betrifft es, andere Leute betrifft es auch. Es geht gerade noch so, wenn man ihn wirklich auf die engste Stelle stellt, dann geht es noch zu. Sonst würde es echt schon eng werden, wenn man noch schmäler ist als ich und andere Leute. Die zweite Sache, die absolut schrecklich ist, die Sache mit dem Steigeisenfach. Wir geben dem Ganzen jetzt mal die Chance und ich sage, das ist ein Verarbeitungsfehler gewesen. Ich wünsche es mir, denn die Idee ist stark und ich finde, man sollte bei dieser Idee bleiben. Aber wenn ich noch vor der ersten Tour dieses Problem habe, bevor ich irgendwas damit gemacht habe, dann darf das so nicht sein. Und egal, ob das ein Verarbeitungsfehler nur hier ist oder ein grundsätzliches Rucksackproblem werden wird, das wird man erst über die Zeit mit weiteren Erfahrungsberichten sehen, das darf so nicht sein. Das Geld, das dafür verlangt wird, ist UVP-technisch eine Frechheit, aber er ist trotzdem das Beste, was man organisatorisch, logistisch für seinen ganzen Krempel, natürlich die guten Alpaka-Hauben und so weiter, was man halt haben kann. Die Organisation wird durch das große Frontfach und das kleine Frontfach für Hochtouren so viel besser. Und auch für Skitouren-Equipment ist die Aufteilung jetzt so viel besser. Deswegen ist er richtig stark und mit 1500 Gramm immer noch nicht schwer. Er ist okay, aber er ist nicht schwer. Und das alles macht ihn zu einem fast, fast perfekten Hochtourenrucksack. So, schauen wir uns jetzt noch den Preis an. Der UVP liegt bei 240 Euro für einen Rucksack. Leider. Leider ist das nicht mehr viel teurer als die UVPs bei den größten Konkurrenten, wie beispielsweise Deuter. Da liegt man auch mittlerweile bei 210. Wer weiß, was Rucksäcke in der Fertigung kosten, der wird erst lachen und dann weinen. Zumindest hätte ich geweint, wenn es kein Geschenk gewesen wäre. Am Ende des Tages, wie bei so vielem, ist der UVP aber bei vielen Händlern auch unterboten. Schaut da also nach guten Angeboten. Für 168 gibt es ihn bereits bei Bergzeit, wo ich einen kleinen Teil des Verkaufspreises als Provision erhalte, wenn ihr ihn über den Link in der Videobeschreibung kauft. Doch kommen wir mal zum Fazit. Der Autobox Peak 35 ist ein guter Hochtourenrucksack. Gleichzeitig erinnern die angesprochenen Verarbeitungspunkte einfach brutal an den Peak Light der vorletzten Generation. Und deshalb habe ich heute schon Angst vor allem, was morgen kommt. Fair enough, vielleicht ist es ein Verarbeitungsfehler, der einmalig war. Das werde ich aber für euch noch herausfinden und nachschießen. Abgesehen davon ist der Aufbau des Rucksacks als seichtere und schmälere Variante am Ende des Tages gewöhnungsbedürftig, aber kein richtiges Problem. Es stellt sich mir nur die Frage, wieso? Denn ein logisches Argument für dieses Raumdesign habe ich ehrlicherweise nicht gefunden. Trotzdem, der Peak 35 hat alles verbessert, was ich am Peak Light 32 vor einigen Jahren kritisiert habe. Alles. Deshalb sollte ich eigentlich eine Gewinnbeteiligung an diesem Rucksack kriegen. Naja, ist er der beste Hochtourenrucksack der Welt? Schwer zu sagen. Denn meine Kritikpunkte sind teilweise eine sehr persönliche Geschmacksfrage und deshalb kann man sagen, für manche ja, für manche nein. Für mich ist er gut. So kann man es am besten stehen lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Review gefallen hat. Falls ja, dann gerne einen Daumen hoch geben und für mehr Tests auch gerne den Kanal abonnieren, damit ihr kommende Videos nicht verpassen werdet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!